Vier Fragen habe ich mir heute wieder ausgesucht, nur für euch. Eine Frage, die ich gab noch aus dem letzten Mal, da ich diese nicht mehr wirklich ausführlich beantworten konnte. Wie war deine Schulzeit? Noten, Freunde, Mobbing vielleicht etc.? Ich habe beim letzten Trainingsvideo so ein bisschen angefangen, darüber zu erzählen. Da ich aber nicht so ganz fertig war, kommt diese Frage halt einfach nochmal dran. Meine Schulzeit war komisch für die mittlere Reife. Oder Realschulabschluss hat es gereicht. Zwar nur knapp, aber es hat gereicht. Weil später fragte ich sowieso nicht mehr, wie du dich in der Schule. Realer Schulabschluss, der Abschluss ist das Wichtigste, welche Noten. Ja, Englisch war mein Hassfach, mein wirkliches Hassfach. Da ging ich wirklich mit einer 4 auf Hauptschulniveau raus. Mathematik war eins meiner Lieblingsfächer. Mathematik, das ging immer. Außer Geometrie, das habe ich auch gehasst wie Sau. Ja, dieses räumliche Denken, das kann ich absolut gar nicht. Allgemein habe ich in meiner Schulzeit sehr wenig gelernt, weil ich einfach im Grunde ein extrem fauler Mensch bin. Außer aktuell, jetzt bei der Arbeit sieht es ein bisschen anders aus, da mache ich doch immer ein bisschen mehr, als man eigentlich vielleicht sollte. Ja, ich hatte einen Schulfreund von der Grundschule auf, ja, der mich auch am Anfang gemobbt hat. Daraus wurde dann später dann in der dritten Klasse die beste Freundschaft. Das ist auch immer ganz kurios, aber so ist es dann halt passiert. Und ja, meine Eltern hat sich damals scheiden lassen, wo ich in der siebten Klasse war. Andere Stadt heißt auch andere Schule. Und ab da hat dann diese Freundschaft auch irgendwo aufgehört. Nächstes Thema Mobbing. Und dann ist wieder die Frage, inwieweit Mobbing. Gehänselt werden, das eher. Das würde ich eher sagen, bis ich dann mal eine Ansage gegen einen gemacht habe. Und ab da hat dann das echt aufgehört. In der weiterführenden Schule, wo ich dann quasi gewechselt bin, weil du bist dann quasi dann eine Neue. Und auf der Neuen wird immer eingedroschen. Immer wird da eingedroschen. Und das war auch damals so. Das hat dann aber komischerweise so ab der 10. Klasse, man wusste immer weniger. Vielleicht auch, weil einfach die Mitschüler auch älter geworden sind. Kann auch sein. Die nächste Frage ist vom Schaffinator. Und ich glaube, jetzt kriegen einige Hunger, weil ich krieg schon Hunger. Denn die Frage ist, was ist dein Lieblingsessen? Ach, ich komme aus dem Ruhrgebiet ursprünglich und jeder, der vielleicht auch im Ruhrgebiet wohnt oder vielleicht dort mal war, der weiß, wofür das Ruhrgebiet steht. Richtig, für die Currywurst. Currywurst geht immer. Mit einer schönen Portion Pommes, oh, das geht immer. Absolutes Lieblingsessen, ja. Was ist zum Beispiel dein Lieblingsessen? Schreib das mal in die Kommentare, ja. Würde mich auch mal gerne interessieren. In der Regel ist es irgendwo was Süßes oder was Ungesundes bei den meisten, ja. Zum Beispiel, wenn man aus Österreich kommt, könnte ich mir zum Beispiel vorstellen, dass hier irgendeiner zum Beispiel reinschreibt, ein Kaiserschmarrn. Weil da kriege ich jetzt auch Hunger gerade drauf. Die nächste Folge kommt dann wieder vom Joey, und zwar, da ich ein Monster war. Wie klang denn ein Monster der Formel 1 Sound? Ist er so schlimm wie im Fernsehen oder gut? Und warst du schon einmal bei einem Rennen, wo der Sound doch gut war, 2013 oder früher? Gut, ob der Sound 2013 und früher besser war, weiß ich nicht, weil ich nicht vor Ort war. Auf dem Fernseher klang der gut. Also Formel 1 Sound ist immer so ein bisschen, wo ich sage, das bleibt im Gedächtnis hängend von damals, weil das war für mich die größte Enttäuschung. Ich finde ihn schlimm. Es sind ein paar mehr Fragen von Abi12RTV. Ich habe drei Fragen für dich. Ich schaue dich seit dem F1 2013 Display, also kann man mich schon als Stammzuschauer nennen. Ja, 2013, das ist fast 4 Jahre. Oder bald 4 Jahre. Welche Rennserien guckst du außer der Formel 1, DTM und MotoGP? Keine, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Also die Formel 1, die MotoGP ist neu dazugekommen und die DTM. Ah, falsch. Ich habe angefangen, die Formel E zu gucken. Wobei da Joey der Sound noch schlimmer ist, ja. Und diese Skatkurse, ich hoffe, dass sie davon irgendwann weggehen. Also ich finde die Formel E an sich, finde ich halt die Idee halt gut, Elektroautos, aber der Sound ist scheiße und ich finde die Strecken scheiße. Die Fahrer könnten auch irgendwo ein Ticken besser sein, also es fehlt da irgendwo was noch. Dieser besondere Kick fehlt mir halt einfach noch für die Formel E, wo ich dann sage, ja, das könnte die Zukunft sein, weil viele reden ja mal, die Formel E ist die Zukunft. Ich sehe das noch nicht. Da muss marketingtechnisch noch was passieren. Zweite Frage. Denkst du, dass Paddy Lowe und Dirk de Beer Williams in ein paar Jahren zurück an die Spitze führen kann? Wer ist der Dirk? Der sagt mir gerade gar nichts. Ja. Paddy Lowe, Williams zurück an die Spitze führen können.
schwierig, nicht unmöglich. Williams, altes Traditionsteam, ich würde es denen mal wieder gönnen, gerade auch hier für Frank Williams. Die letzte Frage, ganz kurz Abschluss, was ist mit deinem MotoGP 17 Let's Play passiert? Das habe ich vor, wieder ins Leben zu rufen, wenn die MotoGP wieder beginnt. A, soll es trocken bleiben hier? Das wünsche ich mir im Qualifying. B, Alonso ist schon draußen, der möchte gleich zeigen, wo der Hammer hängt im Team. Soll in 15 Minuten regnen. Shit. Was? Also fahren wir ganz schnell raus hier. Zum dritten. Heute ist das Abu Dhabi-Finale rausgekommen und die Resonanz oder Feedback dabei, dass Maurice dabei war, war sehr positiv. Das finde ich zum einen natürlich richtig, richtig stark von euch. Zum anderen kam dann zum Beispiel was vom lieben Andreas. Er würde zum Beispiel sehr cool finden, wenn wir das noch häufiger machen würden. Oder auch vom LP mit Kevin hat geschrieben, am besten sollte ich das jetzt in jeder Folge so machen. Das geht leider nicht. Also jede Folge das so in dem Stil zu machen, funktioniert nicht. Ich bin mal gespannt auf weiteres Feedback noch. Da war ja richtig gut, da war ja sogar schneller als die beiden Mercedes. Also Regen scheint ja Alonso sogar noch ein bisschen mehr zu liegen als die Konkurrenz. Und mir liegt jetzt hoffentlich auch diese eine schnelle Runde, die eigentlich reichen sollte, um weiterzukommen. Erstmal trifft man dann nur eine 32,7. Ja, da bin ich jetzt schon mal 1,1 Sekunden weg von. Also Alonso zeigt, wo der Hammer hängt. Er muss was gut machen nach Australien. Eine 33,9. Also ja, die Forsinien sind hier locker, oder die haben wir mittlerweile locker im Griff. Die beiden Forsinien, ja, selbst Perez haben wir damit im Griff. Und Ocon ist schon seit der zweiten Saison kein Gegner mehr. Wir sind angekommen mit dem McLaren bei Red Bull, bei Ferrari und auch bei Mercedes. Australien-Rennen hat das gezeigt, wo wir stehen mit dem McLaren, Alonso. Und das musst du auch. 32,6. Mir fehlen aber hier diese 9 Zehntel. Mir fehlen diese 9 Zehntel nach vorne. Ne, nach 20 Minuten regnet es hier immer noch. Ich finde das nicht gut. Ich finde das nicht gut, Spiel. Nach 30 Minuten auch. Und ihr seht, das Rennen oder das Wetter im Rennen ist trocken. Das gefällt mir gar nicht. Jetzt genau. Jetzt sind Intermediates-Bedingungen. Und ich denke mal, dass das die ganze Zeit so sein wird. Das gesamte Qualifying-Segment 2 wird unter Intermediates-Bedingungen stattfinden. Ja, so ist es auch. Tolle Scheiße. 20 Minuten soll es aber wieder trocken werden. Das heißt, in Q3 könnte es dann schon wieder trocken sein. Und da, Yoshi, da soll ich auf Max fahren. Das geht gar nicht. Das geht gar nicht. Bei mir geht das null. Das kann ich dir jetzt schon schriftlich geben. Ich habe ja schon auf Skanda da meine Probleme, das zu fokussieren. Aber es geht. Wetterbericht. Okay, 10 Minuten nur. Ja, es könnte dann am Ende reichen für Trockenreifen. Das ist so schwer. Das ist schwer zu sagen, ob es am Ende reicht oder nicht. Also auf jeden Fall, ich merke hier schon Unterschiede. Ja, wie Philipp einfach mal den Kurvenstand gefühlt 300 Meter verpasst hat. Ja, man muss hier auf den zweiten Gang zurückgreifen. Ja, aber sobald ich hochschalte, wird das Auto richtig unruhig. Jordan Palmer fährt eine 1.49.1. Die sollte ich unterbieten, wenn ich hier in der Wörtchen mitzureden haben will. Fernando Alonso fährt eine 46.7. Das werde ich definitiv nicht fahren. Ja, weit verfehlt. 46,7 auf keinen Fall. Da bin ich 2 Sekunden langsamer. Ja, man sieht, dass ich hier nicht am Limit fahre, gefühlt. Man sieht das und ich kann nicht schneller. Ich kann hier im Regen nicht schneller. Ich habe eine halbe Sekunde mal gefunden. 1,5. Das war im... In Brasilien waren es wenigstens 1,2.
Jetzt haben wir die 1,2 Sekunden. Ja, alles klar. Kreuzheim, jetzt kommen, jetzt fahren noch ein paar andere raus. Ich muss mich da voll konzentrieren, sorry. Ja, musst du dich so konzentrieren, so fokussieren. Ja, was tun, sprach, oder fragte Zeus. Eine gute Frage. Ich glaube, ich sollte bei dem Wettergott da oben anrufen, mal kurz ein Telefonat machen. Was war jetzt das für ein Lichteinstrahlung? War das jetzt gerade kurz die Sonne? Kommt die Sonne schon zum Vorschein? Die fahren alle nochmal eine Runde. Ja, jetzt ist eh zu spät, Philipp. Jetzt hast du eh schon verpennt. Jetzt ist die, Minute eh schon rum. Naja, hat sich nochmal verbessert. Sind jetzt aber alle in ihrer Outlap. Also drei sind auf jeden Fall hinter mir. Palmer, der wird es nicht schaffen im Renault. Das glaube ich nicht. Ich weiß nicht, was fährt der Ocon zum Beispiel. Der Ocon. Vorhin hat ein gutes Chassis. Die Strecke wird immer trockener. Einige schnelle Rundenzeiten. Die legen einen Zahn zu da draußen. Der Tollchef, sag mir das mal ein paar Minuten früher. Ja. Ocon mit einer 33,4. Scheiße. Scheiße, der wird mir zu schnell auf den Intermediates gerade. Scheiße. Obwohl, der Sainz würde reichen. 33,599. Er müsste 2 Zehntel finden. Jetzt, ich sehe schon kommen. Auf Messers Schneide. Ein Wetterchaos. Und jetzt wird's trocken. Ja, Gott sei Dank. Ja, Gott sei Dank. Und wie gesagt, Alonso, nur Perez und Verstappen, die haben keinen frischen Reifensatz. Dann am Rennstart. Also die Gewichtsumteilung. Ich weiß nicht, ob das wirklich was Großes bringt, ob man das spürt. Die Gewichtsreduzierung, die spürt man. Die spürt man beim Chassis. Die Reifen am Nutzung. Ist immer so eine Sache. Reifenabnutzung ist so eine Sache. Dann habe ich aber eher einen permanenten Vorteil. Und zwar, indem ich das Gewicht reduziere. Weil Gewichtsreduktion spüre ich dann auch in den Kurven. Das bedeutet, wir werden dadurch schneller. Die Reifenabnutzung macht mich nicht unbedingt schneller. Weil die Reifenabnutzung, die hilft mir zum Beispiel im Qualifying absolut gar nichts. Genauso wie zum Beispiel mit das, das Benzin, der Benzinverbrauch mit dem Qualify nichts bringt. Er bringt mir nichts. Ja. Deswegen ist die Leistung von einem Mercedes-Motor hier stärker, auch im Qualifying. Okay, Ocon ist auch gerade durch, dann fahre ich jetzt auch raus. Q3 ist da grundsätzlich immer generell viel Platz. Deswegen fahren wir mal schön direkt raus. Die geht echt voll. So, jetzt bin ich leicht müde. Das ist schlecht. Das habe ich vielleicht auch schon im Kopf leicht abgeschaltet. Das muss gleich weg. Fahrer vor mir. 33,6. Diese Zeit muss ich fahren für Ocon. Ja, Philipp fährt Kurve 1 extrem aggressiv. Eigentlich deutlich übers Limit. Dafür war der Ausgang hier super. Also für Ocon sollte die Zeit reichen. Da habe ich ein bisschen Zeit liegen lassen wegen dem DRS-System. Oh, das war klar abgekürzt. Ich schaff die Zeit von Ocon. Und das war wichtig. 33,0. Auch ohne den Cut hätte ich das geschafft. Für Perez wird die Zeit schon schwer. Oh Gottes Willen. Oh Gottes Willen. Philipp, was fährst du denn da für eine Scheiße zusammen? Ja, dafür war der Ausgang besser. Oh, 34% ist ein bisschen viel. Schon, also 34% ist schon hart an der Grenze. Gerade auch hier in China. Das ist sehr hart an der Grenze, 34%.
15, 16, bei 16% habe ich schon Probleme. Das Getriebe ist auch schon bei gut 19%. Wobei, das geht noch. Für Training, Qualifying, Rennen. Na gut, ein Drittel hat es noch nicht auf dem Buckel. Das Getriebe. Also alle Getriebe, ein Getriebe-Upgrade brauche ich auf jeden Fall noch. Dann während der Saison. Das muss ich mir aufschreiben. Und ein Verbrennungsmotor auf jeden Fall. Steuerelektronik ist eigentlich nicht das größte Problem. Alonso auf der 3. Gib mir eine Sekunde drauf. Ist noch schlimmer als in der letzten Saison. Aber der Verstappen gibt mir nur 13. drauf. Das ist noch in Ordnung. P9, oder? Ne, P8, weil Daniel Ricciardo ist vermasselt. Alles klar. Alonso auf P4. Bottas auf der 1. Okay, das gefällt mir. Bottas wird nur 4. in der ersten Saison. In der ersten Saison, im ersten Rennen. 6. oder besser ist das Ziel im Rennen. Okay. Im Rennen halten sie es echt niedrig, aber im Qualifying Platz 4, ja, alles klar, denke ich mir dann jedes Mal nur. 1397 Ressourcenpunkte, das dauert dann noch 2 Rennen. Ich brauche jetzt noch 1400. Das können sogar in 2 Rennen klappen, okay. Von P11 bis P20 interessiert uns nicht, bis auf einen Fahrer, nämlich Kimi Räikkönen, der ja den Motorschaden schon in Australien hatte, hat hier eine Grid Penalty bekommen und startet von P15 aus. Chef, was ist denn hier drin für uns? Wir starten von einer schlechteren Position als erhofft. Geh offensiv rein und mach gleich nach dem Start ein paar Plätze gut. Konzentrier dich und fahr sicher. Versicher. Nein, wir fahren aufs Rennsieg. Sicherheit ist immer ein Thema in der Formel 1, aber Chef, nicht bei mir. Podium ist schon so ein bisschen mein Ziel, was ich auf jeden Fall haben möchte. Der Kimi startet von hinten, da auf den müssen wir nicht wirklich aufpassen. Und damit haben wir genug Werbung geschaltet für heute. Ja, ein bisschen RTL-Like muss ich ja hier auf jeden Fall noch machen. Vettel kommt da ganz schlecht weg. Aber wo soll ich hier hin in Kurve 1? Und hier ist ganz viel Verkehr! Ganz viel! Da hab ich gar nicht gesehen. Oder glaubst du, Rollmanöver gegen Vettel? Okay, aber nur gegen Vettel. Vettel auf der 1! Hamilton, der hat sich da gedreht. Das war Hamilton! Bottas hinter uns. Wir sind momentan auf P2 nach vorne gefahren. Was ist denn da passiert? Ja, war aber auch viel Glück dabei, Chef. Mal schauen, ob hier Vettel unser Gegner wird für die Saison. Also Hamilton ist weg. Für die Startphase zumindest. Ja, ich bleib doch lieber beim dritten Gang. Ist da Vettel eine komische Linie gefahren? 37-0. 37-7. Der ist 17. schneller als ich. Also Vettel dreht richtig auf. Oh, sorry. Da habe ich viel zu früh gebremst. 37-0 von Sebastian. 37-7. Ich kann nicht hinterher. Ich komme nicht hinterher mit Vettel. Der ist aktuell zu schnell. Und aktuell heißt eigentlich, im gesamten Rennen wird er zu schnell sein. Und Bottas kann aber die Pace nicht gehen. Wir haben gelb. In der letzten Kurve, da steht jemand. Für Safety Car wäre es zu früh, in die Box zu fahren. Um mit Softreifen zu fahren. Rennstrategie. Okay, dir bleiben noch 2 Boxenstops. 2 weitere Boxenstops mit dieser Strategie. Das Boxenstopfenster in 10. Ja, es dauert nämlich noch. Scatos Teamkollege. Fernando derzeit auf B4. Der Abstand zum Teamkollegen. Der verliert noch mehr. Der fährt eine Sekunde, würde ich sagen. Langsamer als wir hier. Also weit werden wir nicht zurückfallen nach dem ersten Stop. Besonders diese große Kampfgruppe, da will ich auf jeden Fall
ich zurückfallen. Also so weit zurück will ich nicht. Der vordere Linke hat ja am meisten runter, 22%, obwohl es geht eigentlich relativ gleichmäßig bei mir. Bis Runde 15 hält der Reifen auf jeden Fall durch. Da muss ich mir null Gedanken drüber machen. Könnte jetzt nicht so ein unterhaltsames Rennen werden wie zum Beispiel in Australien oder Abu Dhabi. In Abu Dhabi haben wir ja den Hamilton gejagt. Und ja, in Australien haben wir sowohl den Hamilton gejagt als auch den Sebastian. Also Vettel. Aus der letzten Kurve komme ich deutlich besser raus als Bottas. Da gebe ich ihm gar kein Fenster zum Angreifen. Minus 1,34. So viel spare ich gar nicht auf Standard. Wir tun schon Benzin sparen, aber jetzt nicht so viel, wie ich mir das erhoffe. Nee, aber Bottas bisher nicht eine Chance gehabt anzugreifen. Weil wir ihm auch keine geben. Auch hier wieder zu weit weg sein, jo. Der geringe geringen Flügeleinstellungen oder die geringen Flügelwerte, die retten mir hier den Arsch auf der Geraden. Status Sim, Kollege. 9,3. Schön um die Kurve gedriftet. Like a Dirt Rally. Gelb. Aber schon wieder vorbei. Also, da gibt es Duelle da hinten, ja. Und nicht gerade wenige. Duelle, die man sich lieber hier vorne wünschen würde. Ich und Bottas. Die Durchfahrt aus der zweiten links, die rettet mir den Arsch. Weil die ist wieder mehr aerodynamisch bedingt. Also er hat am Anfang Benzin gespart. Und jetzt spare ich natürlich Benzin. Immer noch minus eine Runde, es wird kaum weniger. Da wir haben noch kein Viertel des Rennens hinter uns. Außer auf Strecken, wo halt das Qualifying sehr wichtig ist. Monaco zum Beispiel. Da fahre ich dann mit deutlich mehr Flügel. Und wie zum Beispiel China, da fahre ich mit weniger Flügel. Die Bedrohung von Fernando Alonso, das hat sich auch in Luft aufgelöst. Beziehungsweise er ist in die Boxengasse abgebogen. Also Podium sollte hier locker drin sein. Wetterbericht. Und oh, es macht Bottas den Undercut. Bottas macht den Undercut gegen mich. Also ist ganz schlecht. Bottas mit den Undercut gegen mich. Alonso ist auf den Softreifen unterwegs. Okay. Ja, okay, das erklärt die schwache Pace am Anfang. Fahrer hinter mir. Alonso mit 1 Stop unterwegs. Der fährt 1 Stop. Panik macht sich breit. Alter, Jungs und Mädels. Alter, Alonso mit 1 Stop. Da ist der Bottas. Und der Undercut hat geglückt. Der Undercut hat geglückt. Ich habe ein Problem. Ich habe ein Problem. Der Alonso ist mein Problem. Bottas auf den Softreifen unterwegs. Er geht eine andere Strategie. Oder er macht eine andere Strategie. Also Alonso mit einer 1-Stop. Das heißt, er ist am Ende auf den Medium. Ja, jetzt wollen wir wieder deutlich mehr Benzin. Ja, ich krieg das DRS, aber es bringt mir fast nichts.
Ja, aber wir haben keine vier Platten. Das wird auch nichts Ernstes sein. Was richtig Ernstes ist, dass der Bot das vor mir ist, Team. Das ist Ernst. Was ich kein DS habe, das ist Ernst. 1:36,3 Drei Zehntel, ja. Oder vier sogar. Der fährt auf den Softs. Gelb im ersten Sektor. Beziehungsweise, der war mal gelb. Auf Verstappen brauche ich gar nicht gucken. Also wir vier fahren hier unser eigenes Ding. Ich traue mir auch nicht... Ich traue mir auch nicht wirklich richtig Gas zu drücken. Und Verstappen ist eine Sekunde langsamer. Also, ja, das sagt alles über die Pace aus. Für ganz vorne ist es noch zu schwach. Für einen Red Bull reicht es aber. Und schon nur vorbeigefahren. Ja. Also Alonso braucht auf jeden Fall ein super Auto noch im Chassis und Aerodynamik. Weil der ist viel zu schwach auf der Geraden. Jetzt wird er nochmal ein bisschen abgebremst durch die Dirty Air. Ja, und hat euch jetzt die Rennrunde hingeknallt. Also fährt ihr ganz klar auch in einer kleinen anderen Liga. Auf meinen Teamkollegen knappe 10. 37,8. Sind ja manche auf einer 1? Ist doch schon von Anfang an unterwegs? Es würde mich nämlich leicht wundern. Das hast du mir vor einer Runde an der gleichen Stelle auch schon gesagt, Chef. Scatus Teamkollege. 10 Sekunden. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Ja, alle Hamilton holt auf. 19,6. Wenn es gleich 20,0 sind, dann bin ich trotzdem beruhigt. Teamkollege jetzt an der Box. Und der wird mit Mediums durchfahren. Der fährt wirklich in der 1-Stop. Ja, okay. Auf jeden Fall, das wird ein super Teamergebnis. Kein leichtes Rennen. Schweres Rennen. Ich glaube, Alonso ist gerade schneller. Und auf den Softreifen kann ich gar nicht so viel Zeit gut machen. So, jetzt Philipp die Kurve gut fahren. Jawohl, perfekt. Ja, 12,1, der holt auf. Alonso ist mit den Mediums jetzt schneller als ich. Der Curb, da ist... zu spät. Viele Fahrbremser drin. Du solltest vielleicht auf eine niedrigere Benzinmischung umschalten. Hätte mehr Benzin mitnehmen sollen. Gut, im Umkehrschluss muss ich sagen, wir haben noch nicht das stärkste Auto für Bottas. Von dem her alles gut. So muss ich es sehen. China war bisher immer ein schwieriges Pflaster. Ich müsste ja 28 Runden noch mit den Dingern fahren. Ja, und Wehrlein. Was soll denn der Scheiß? Was soll der Scheiß, ey?
Das hat mir jetzt nochmal Zeit gekostet. Boxenstopp. Ich war jetzt schon rein. Das ist die einzige Chance gegen Bottas. Die Reifen haben zu viel runter. Zu viel runter haben die schon. Das ist Kimi und Hamilton. Wir müssen aber beide nochmal. Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. So, 36er Zeiten. 36,6 ist der Bottas da gefahren. 7 Sekunden. Das ist brutal viel. Ja, auch hier. Ich komme nicht um die Kurve. Also China ist die KI wieder stärker als ich. Alter, ich fahr kaum schneller als meine persönliche Bestzeit mit den Dingern hier. Ich habe ein tierisches Problem. Ich bin dezent nicht zufrieden momentan. Was aber an mir liegt und nicht am Auto. Ich möchte den Schuh nicht am Auto schieben. Weil man sieht, was Alonso fährt. Klar, die 9/10. Sie haben eine Art mechanisches Problem. Naja, also die 9/10 aus dem Qualifying kommen nicht von ungefähr. Weil im Rennen ist er auch besser. So, Helmet mit mechanisches Problem. Hamilton mit tierischen Problemen. Dann sind wir auch vorbei schon. Fahrer vor mir. Fernando vor dir. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 10,9. Du holst pro Runde 3 Zehntel auf. Gute Arbeit. Das ist ein Witz. Ja, es wird P4 hier vermutlich. Der fährt 36,7. Den kriege ich nicht, Alonso. Den kriege ich nicht. Raikön verliert Punkte. Hamilton verliert Punkte. Also im Großen und Ganzen. Vettel wäre der große Gewinner heute. Boah, das ist Vierter gewesen. Im ersten Rennen würde auch Punkte aufholen. Es wäre ein schöner Kampf schon mal da vorne. So wie man sich das ja auch eigentlich wünscht. Und ich auch. Das war das Geile an der letzten Saison. Diesen Fight gegen Hamilton. Doch der Fight da in der Anfangsphase, zum Beispiel in Mexiko. So, Bottas ist in der Box. Ach Gott, der will, der fährt ja schon raus. Da komme ich gerade erstmal. Ja. Nope, den Bottas kriege ich auch nicht aus Sicht. Ja, es ist Platz 4. Fahrer hinter mir. Zeit, letzte Runde. Die letzte Rundenzeit lag bei 1:36,4. Muss ich nochmal Alarmglocken anschlagen oder was? Dass der Raikön nochmal kommt. Ich muss klar sagen, hier fehlt Rennpace. Hier fehlt Rennpace. Punkt. Eine easy peasy Saison wird's nicht. Das wünscht sich auch keiner. Also ich hätte am liebsten nochmal so eine Saison wie die letzte, wo dann wirklich in Abu Dhabi ist, um die heiße Wurst geht. Ah, es wird schwer für meinen Teamkollegen Alonso. Vettel brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, der fährt in eine eigene Liga. Die Last to First Saison, die wird dann auch nicht ohne sein. Darf ich mir ein Safety-Car mal wünschen? 35,6.
Bei der schnellsten Rennrunde werde ich es auch merken, dass da die Pace nicht da war. Es geht nur der Verstappen. Hamilton dreht auch auf, aber nur eine 35,4. Und ich fahre eine 36,2. Das sind diese 8 Zehntel. Es sind diese 8 Zehntel. Ich glaube, das Teamkollege. Fernando gerade auf P2. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 9,9 Sekunden. Sie fahren. Das ist ein Reifensatz, der dazwischen liegt. Ein Reifensatz. Das ist dieser eine Reifensatz, der dazwischen liegt. Und der Raikön kommt richtig ran. Der würde 43 Punkte haben. Wir würden aktuell dann 37 Punkte haben. Das geht. Das geht. Auch hier alles im Rahmen. Passt. Ja, 20 Runden, ca. 5% Verbrennungsmotor. Da möchte ich auch noch investieren. Oh mein. Also es hört in der dritten Saison noch nicht mit investieren aus. Auf. Um das Auto noch voranzubringen. So, Perez, Dankeschön. Hat er mich gerade nochmal angeschoben oder was war das? Das erinnert mich schon wieder so ein bisschen an Saison 2. Der Hamilton hat Probleme. Am Anfang der Saison und Bottas hat ja die Probleme am Ende gehabt. Kleiner, aber feiner Unterschied. Der ist gut auf den Mediums unterwegs. Zu gut. Und hier fliegen die Flieger auch wieder sehr tief. Ich habe mir jetzt eigentlich ein Glas besorgt. Das sieht man, glaube ich, auch ein bisschen in der Kamera oder auch nicht. In der C, da ist das Getränk quasi drin. Um einfach mal auf einer Geraden auch mal ein Stück zu trinken, weil das vermisse ich manchmal so ein bisschen. Und der Flasche brauche ich dafür nicht öffnen. Eigentlich eine gute Lösung. Ich wollte nur noch so langen Strohhalm wie die echten Formel-1-Fahrer das haben. Okay, Bottas dreht auch nochmal auf. Also die Pace ist nicht da. Punkt. Ich habe jetzt mit deutlich mehr gerechnet, die der Raikön da aufholt. Weil wir haben noch 10 Runden. Große Highlights gab es hier nicht. Bottas ist ausgeschieden. Es wird einige fragen, wieso gehst du nochmal in die Box? Ganz einfach. Ich verliere nur die Position gegen Kimi. Den werde ich wahrscheinlich wieder bekommen mit dem Reifensatz hier. Und dann will ich auf Alonso attackieren. Hier ist was drin. Und da steht der Bottas. Letzte Saison war es der Hamilton, diese Saison ist es der Bottas. Und wir kommen damit ja durch. Auch wenn die 9% runter haben, wir kommen durch. So, jetzt können wir nochmal das Benzin einspannen und dann zum Schluss volles Rohr pushen. Das ruiniert die Rennstrategie von meinem Teamkollegen eigentlich. Und zwar komplett. Weil eine Einstellungsstrategie, das kannst du null gebrauchen. Das wird interessant. Gerade auch Kurve 1, da können wir ja noch reinstechen. Bietet sich auch zum Überholen beim Restart. Wer jetzt schon abgeschaltet hat, der hat was verpasst eigentlich. Also bei einem Livestream würde das jetzt zutreffen. Nee. Aber dass ich hier geghostet werde, geht gar nicht. Jetzt hat sich dadurch Ricciardo den Frontflügel angeknackst. Tja, da kann ich nichts dafür. Warum das Spiel beim Safety Car ghostet, das verstehe ich leider gar nicht. Da wird auch mal der Ricciardo mal kurz verstehen. Warum wird der gerade geghostet? Ja, der wird geghostet. Warum aber? Weil dazwischen, dahinter ist Hamilton. Auf den müssen wir eventuell auch noch aufpassen.
Schritt. Machen wir uns wieder für das Rennen bereit. Wenn das Feld beschleunigt, denkt daran, dass bis zu den grünen Flaggen. Also warum wird man hier geghostet als Spieler? Ist das blanke Chaos gerade da vorne? Ja. Auch für Alonso, das blanke Chaos. Also, da muss man noch ein bisschen was nachjustieren, ja? Für den Nachfolger. Ja, welches wurde ich auch wieder geghostet. Okay, jetzt ist es ein bisschen einfacher, hinterher zu fahren. Kehre an deine Position zurück. Ja. Danke, Spiel. Es ist unfassbar. Und er musste eh eine Durchfahrtsstrafe antreten. Aber das war jetzt unfassbar vom Spiel. Der Stroll war schon verwirrend. Alter Verwalter, Auto, du untersteuerst ja gerade wie Sau. Ja, jetzt fangen die mal an, Platz zu machen. Auch nur so halbherzig für Raikön. So, den will ich, haben. Ich habe gleich nur noch drei Runden. Jetzt, die sollen Platz machen, sofort. Charlie, ich will den Alonso haben. So, jetzt haben wir mal freie Fahrt. Okay, alles klar. Warum war hier gelb? Hinter uns irgendwo. Abstand zum Auto vor dir beträgt 5. Machst du aus dem Rennen? Ja, die haben zwei Runden Minimum zu lange freie Fahrt gehabt, die beiden. Ja, 4,8. Ihr müsst jetzt über 2 Sekunden aufholen. Hat Alonso Glück gehabt mit der Strategie dann? Ah, die ganze Gruppe da der Überrundungen. Ja, haben wir den Reifen auch kaputt gemacht. Ja, da lege ich mich fest. Also wenn die Überrundungen nicht gewesen wären, dann hätte ich den Alonso noch bekommen. Aber da lagen so viele dazwischen. Und dann noch diese unnötige Aktion des Ghost Cars irgendwie. Das verstehe ich, warum das Spiel das nicht checkt. Also Vettel, Alonso hier top. Absolut top. Da muss ich eigentlich den Hut vorziehen. Gerade Alonso mit der 1-Stop. Gerade der. Also ich freue mich über den dritten Platz, aber ich freue mich nicht über die Leistung, Chef. Da freue ich mich nicht drüber, aber... Ich glaube, das gab es in dieser Karriere noch nie. Zwei McLaren-Honda-Piloten auf dem Podium und kein Mercedes-Pilot. Kein Bottas, kein Hamilton, nein. Sondern ein Sebastian Vettel ist auch noch mit da oben. Also sieht man echt selten das Podium, echt. Alonso auf der 2. Alonso vor mir ins Ziel gekommen. Und ich muss echt sagen, aufgrund der Strategie, aber aufgrund der Fahrerleistung. Ich habe ja nicht die Pace gehabt. Und nicht ganz die Pace gehabt. Also von dem her, ne, da muss man selbstkritisch zu sich selber sein und sagen, Alonso war hier besser. Alonso war hier besser. Das sieht man selten, den Alonso mit dem Lächeln im Gesicht. Mit dem Lächeln im Gesicht. Auch die schnellste Rennrunde, ganz klar, das ist ganz klar der Beweis dafür. Ja, viel hatte das Rennen nicht zu bieten gehabt, aber trotzdem, ein paar entscheidende Szenen, die gab es schon. Doch was ist mit Lewis Hamilton passiert? Lewis Hamilton biegt als erster in die Kurve ein, geht quer und dreht sich ohne Fremdeinwirkung. Kein Bottas-Schuld, kein Vettel. Und Vettel, ja, der profitiert aber davon. Und das Ganze schauen wir mal aus seiner Sicht an, warum der Bottas dann hier eine Position verliert. Also, Hamilton kommt deutlich besser weg als Valtteri Bottas. Dadurch geht Hamilton in die Kurve 1 rein, Alonso davor, Sebastian Vettel, und Vettel, der orientiert sich ganz einfach außen, während wir innen
vorbeigefahren sind, macht das Sebastian Vettel und der hat sich auch fast weggedreht in Kurve 1 und da mussten wir ihn vorbeilassen. Hart, aber fair? Fragezeichen. Sehen wir es noch schon bei Hamilton. Gegengelenkt, Hinterreifen wahrscheinlich zu viel Temperatur, lenkt dementsprechend nicht dagegen und dann hat er sich gedreht. Nicht geschafft, bis zum Ziel hat es Max Verstappen. Da sind wir schon bei der über der Hälfte des Rennens. Dann hat auch, ja, Bottas die Säge streichen müssen mit einem weiteren Ausfall. Und da sehen wir schön, dass Safety Car wieder so sehr, sehr, sehr schön rausfährt. Und irgendwie Mercedes war nicht so ganz zufrieden mit dem Safety Car. Das hat Hamilton zur Show gestellt. Doch wir mussten da wieder erstmal vorbeifahren an Kimi Räikkönen und das haben wir dann auf der langen Gegengeraden gemacht, am Sauber rechts vorbei und vorbei auch an Kimi Räikkönen. Da sieht man schön aus der Sicht von Pascal Wehrlein. Ich glaube, der hat sich so ein bisschen gefühlt wie der Ricciardo Sonta damals in Belgien, wo Schumacher den Häkkinen überholt hat. Hier brauchen wir, was war es, 1,5, ne? Ja, es könnte für zwei Rennwochenenden noch reichen. Das könnte echt reichen beim Chassis. Zwei Rennwochenenden noch. Dann hätten wir und dann könnten wir ab für Spanien schon in die Entwicklung investieren. Also es läuft momentan eigentlich alles wie am Schnürchen. Gib mal her, ich will mal genau sehen. Hat Red Bull hier abgegradet oder wie sieht's aus? Wer hat hier Upgrades mitgebracht? Keiner. Und das finde ich jetzt zum Beispiel viel, viel schöner. Hier sieht man jetzt zum Beispiel, ja, wie viel Rückstand wir wirklich zum Beispiel haben auf Mercedes oder auf Ferrari. Weil das ist zum Beispiel jetzt hier in 20er Schritten. Also wir liegen momentan gefühlt so bei 465 und Mercedes liegt ungefähr vielleicht bei 495, 490. Also das sind 30 Punkte und das kann man relativ schnell aufholen. Das ist zum Beispiel ein schönes Bild. Da sieht man es deutlich besser. Da sieht man zum Beispiel einfach zwischen Mercedes und Ferrari gar nichts. Eine Nuance vielleicht.